So, ich werde jetzt immer wieder ein bisschen angegriffen, dass meine Form auf dem Wettkampf nicht so toll war. Leute, ich bin 46, okay? Was ich versuche, mit meinem Lifestyle-Fitness rüberzubringen, ist Folgendes. Du kannst Ü40 sein und musst nicht aussehen wie ein Eimer. Also keine dünnen Ärmchen, ja? Kein dicke Bauch. Ja? Und das alles mit dreimal die Woche Training und drei Übungen. Ich mache Latzug, Brustpresse oder Schulterpresse und Beinpresse oder V-Squat, also eine Kniebeuge. Mehr mache ich nicht. Ich mache einen Satz pro Übung. Genauso trainiert meine Frau. Meine Frau trainiert seit Januar diesen Jahres und ist gestartet auf der deutschen Meisterschaft in der Bikini Shape Mastersklasse Ü35. So, ich bin in der Classic Physik Mastersklasse Ü40 gestartet und habe den 6., 7. oder 8. Platz auf der deutschen Meisterschaft belegt. Natürlich gibt es Leute, die viel muskulöser sind als ich. Natürlich. Aber wir müssen auch überlegen, was ballern die sich rein. Ja? Viele wissen gar nicht da draußen Bescheid über Anabolika, über Steroide. Und die denken, ja, die nehmen so einmal die Woche eine Spritze. Ich kenne Leute, die überhaupt mit Bodybuilding in dem Sinne Fitness, Leistungssportmäßig gar nichts zu tun haben und die nehmen alle zwei Tage eine Spritze. Ich gucke selber bei YouTube hier rein oder bei TikTok oder bei Instagram. Da sprechen die Leute offen über das, was sie gemacht haben. Ich kenne Leute, die haben teilweise 500 Milligramm am Tag genommen, 800 Milligramm am Tag, 1000 Milligramm am Tag. Ey, wenn ihr am Tag selber 5 bis 10 Milligramm bei euch als Mann in den Hoden produziert, ist 500. Ja, unfassbar viel. Und deshalb sehen die dann auch so aus, die machen keinen anderen Sport. Die essen natürlich ziemlich viel, müssen sie ja, sonst können sie die Muskulatur nicht aufbauen. Und die nehmen natürlich den Arsch voll Steroide. So, jetzt müssen wir gucken, machen wir den Sport, um einfach nicht nur nicht fett zu sein und um einfach auch mal ein bisschen wirklich so Struktur. Seht ihr das? Das sieht man doch. Das sieht doch ein Blinder. Das sieht jetzt ja nicht kacke aus, aber es sieht natürlich auch nicht so megamäßig muskulös aus. Das ist mir doch klar. Aber um zu beweisen, was geht? Ich habe ja jetzt versucht, nur mitzumachen, Spaß dran zu haben. Ey, diese deutsche Meisterschaft, die ich jetzt gemacht habe mit meiner Frau, war die schönste Meisterschaft. Ich habe über 18 Meisterschaften gemacht, die ich jemals gemacht habe, weil sie war mit Spaß. Ich habe mit Leuten Fotos gemacht. Markus Rühl hat gesagt, der beste Poser des Abends. Ey, ich habe wirklich Komplimente gekriegt. Natürlich kamen Leute zu mir, auch die Jury. Die Jury hat gesagt, kannst du mir einen Gefallen tun? Also einer der Jury-Personen sagte, kannst du schlechter posen und dafür besser aussehen, weil ich halt ein super Poser bin. Das liegt aber auch daran, weil ich ja früher als Künstler auf der Bühne gestanden habe. Und natürlich weiß ich, mich da zu präsentieren. Und das ist ja auch das, was Posing ist. Ja? Die meisten denken, wenn du jetzt sagst, du machst Bodybuilding, erstmal denken sie, du musst aussehen wie so ein Massemonster. So, was meine Mutter? Ja? Das denken die. Und wenn du dann sagst, zeig mal was, dann machen die ja so. Das ist klassisches Posen ist immer so, man macht sich groß, man zeigt, was man hat. Ja, das Ganze soll auch noch ein bisschen, muss ja, auch Superman hat eine tolle Figur gehabt und die sieht ja auch nicht aus wie ein Beknackter, ja, nur weil der Bodybuilding macht. Okay, also, ich wollte mit meiner Frau zeigen, was ist möglich, in welche Form kann man sich bringen. Und natürlich war nicht jeder in einer megamäßigen Topform auf dieser Meisterschaft. Aber, wenn wir gucken, dass es da Leute gibt, die 6 Tage die Woche trainieren, teilweise 2-mal täglich, und ich trainiere 3-mal die Woche eine halbe Stunde und kann das aber zeigen und erreichen, hey, dann ist es doch geil für die Leute da draußen, die sagen, ey, pass auf, ich habe Familie, hey, Sascha, ich habe eine Firma oder ich habe gar keinen Bock, so lange oder so häufig im Studio zu sein. Kann ich mit 3-mal die Woche 30 Minuten was erreichen? Ja, kannst du. Du kannst nämlich so aussehen, ja, so aussehen, ohne dir den Arsch aufzureißen. Und das wollte ich mal beweisen. Und die ganzen Internet-Warriors mit ihren 7 oder 10 Abonnenten, die mich dann da niedermachen wollen. Schönen Tag noch. So, okay. Also, nimmt was draus mit. Und noch ein kleiner Hinweis. Meine Frau und ich wollen sich jetzt vorbereiten auf die Weltmeisterschaft im Mai. Und diesmal wollen wir nicht nur starten, sondern wir wollen richtig gut uns platzieren. Also nicht ums Verrecken gewinnen, aber eine richtig gute Platzierung. Und könnt ihr gerne dran teilhaben. An der Vorbereitung. Wir laden ja viel hoch, was wir machen. Viel Spaß also damit. Euer Sascha. Tschüss.